Genau, ich freue mich über die Einladung. Ich spreche heute so ein bisschen über die Wahl des Vereinskontos im Grunde. Und genau, vielleicht kann man dann daraus so ein bisschen was ableiten, auch zum Thema Sponsorinnen und so weiter. Genau, also es geht halt quasi darum, ob euer, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen schon so eine reißerische Überschrift, aber so befeuert euer Vereinskonto eigentlich auch Menschenrechtskonflikte und Klimawandel. Und das Ganze, darüber spreche ich aus der Sicht von einer NGO heute. Wir sitzen in Berlin, Facing Finance sind wir. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und sehen uns so als Transparenz- und Sensibilisierungskampagne. Also wir sind keine Anlageberatung im klassischen Sinne. Wir setzen uns jetzt seit 2010 für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld ein und sind eben im ständigen Dialog mit Banken und Asset Managern und sprechen eben so über die Frage, welche Projekte finanziert eigentlich so eine Bank oder welche Unternehmen finanziert eigentlich eine Bank und unter welchen Bedingungen. Ich bin Friederike Potz, ich bin jetzt seit 3 oder 4 Jahren in dem Verein, kümmere mich mehr so ein bisschen um Investment als Finanzierung. Spielt ja auch beides im Bankenthema eine Rolle, bin ja aber auch stellvertretende Vorständin, also kümmere mich auch so ein bisschen um Mitarbeiterfragen und so weiter. Und so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir eben nur von Projektgeldern und Spenden finanziert werden. Das heißt, wir nehmen keine Unternehmensspenden oder Bankenspenden an, um eben unabhängig zu bleiben. Und genau, so ein bisschen unsere Motivation, um die mal einmal darzulegen. Es ist ja so, dass Banken, genau, Banken finanzieren im besten Fall den Bäcker von nebenan, also geben zum Beispiel den Bäcker im Ort, also ihr kommt ja auch, viele von euch kommen auch aus dem ländlichen Raum, Geld an, genau, den Bäcker oder einen Verein, um zum Beispiel ein Geschäft zu öffnen. Und das ist so eine ganz wichtige Funktion natürlich auch von Banken, die sehr, sehr wichtig ist. Und genau, so können wir halt morgens unsere Brötchen kaufen und der Bäcker kann wiederum Leute anstellen, die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren können und so weiter. Dann gibt es aber eben auch noch andere Bedingungen, die damit einfließen. Und das ist eben, wenn nicht nur der Bäcker von nebenan finanziert wird, sondern eben auch große Unternehmen finanziert werden oder in die investiert wird, die eben zum Beispiel genau, Pestizide herstellen. Das wäre so ein Beispiel, dass Pestizide, die eigentlich in Deutschland oder in der EU verboten sind, finanziert werden. Also Unternehmen, die diese herstellen und damit eben der Gesundheit von Menschen, zum Beispiel im globalen Süden, schaden. Ein anderes Beispiel sind natürlich Rüstungsunternehmen. Ist ja auch immer so eine viel diskutierte Debatte irgendwie momentan. Aber es wäre auch so eine Frage, finanziert eigentlich die Bank, wo ich mein Konto habe, finanziert die vielleicht Rüstungsunternehmen, die sich eben an großen globalen Konflikten beteiligen? Oder eben ein Thema, was, glaube ich, für jeden auch eine Rolle spielt, und das ist eben die Klimakrise. Also gibt meine Bank zum Beispiel einen Kredit an ein großes Kohleunternehmen, die sich weiter ausbauen und somit eben die Klimakrise befeuern. Was hat das eigentlich mit unserem Geld zu tun? Also wir als private Sparerinnen oder eben auch als Verein haben natürlich irgendwo unser Konto liegen und unser Geld auf einem Konto liegen, also auf einem Sparkonto oder auf einem Girokonto, was wir quasi der Bank anvertrauen. Und die Bank arbeitet da eben mit, also die schöpft unser Geld. Das heißt, sie gibt Kredite zum Beispiel an Unternehmen, die eben kontrovers sein können, wie eben menschenrechtsverletzende Unternehmen oder klimaschädliche Unternehmen und so weiter. Die Bank profitiert davon, indem sie eben für die gegebenen Kredite Zinsen erhält.
oder Dividenden oder Provisionen, die sie dann im besten Fall an uns Sparerinnen eben über Einlagezinsen oder Sparzinsen zurückgeht. Also das ist so der Kreislauf von dem Bankkonto, was wir haben. Also inwiefern eigentlich unser Geld da auch drin steckt, eben bei der Finanzierung von solchen Geschäftsmodellen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist eigentlich der Weg von eurem Geld oder von dem Geld auf eurem Vereinskonto? Und dafür möchte ich euch jetzt ein Projekt vorstellen. Das ist unser Fair Finance Guide, den es seit 2016 mittlerweile gibt in Deutschland. Das ist ein Projekt, das ist ein internationales Projekt tatsächlich, was in 20 unterschiedlichen, nee, 15 unterschiedlichen Ländern derzeit das derzeit so gibt. Und das ist eben die Bewertung von Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien von unterschiedlichen Banken. In Deutschland schauen wir uns gerade 19 Banken an hinsichtlich 60 Nachhaltigkeitsthemen. Und das sind insgesamt, sage ich aber gleich auch nochmal was zu, 290 Einzelkriterien. Und da geht es eben darum, dass man eben sich anschaut, unter welchen Bedingungen vergibt. Im theoretischen Sinne vergibt die Bank eigentlich Kredite und Investitionen. So eine Art ein eigenes Regelbuch, was die Bank sich aufschreibt, in der sie eben sagt, sie und die Projekte möchte ich finanzieren oder investieren oder bestimmte Bereiche zum Beispiel ausschließen. Und diese Bewertung ist hier in diesen 14 Querschnittsthemen, die wir uns da anschauen, also pro quasi Bereich. Schauen wir uns um die 20 Kriterien an. Genau, Thema Klimaschutz natürlich spielt eine große Rolle, Menschen- und Arbeitsrechte spielt eine große Rolle, Bergbau spielt aber auch eine größere Rolle und so weiter. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch schon Themen jetzt sehen, die irgendwie für euch vielleicht wichtiger sind. Also so eine Entscheidung ist ja auch super individuell, also dass man sagt, genau, mir ist die Einhaltung von Menschenrechten oder Arbeitsrechten total wichtig. Andere Bereiche sind vielleicht erstmal nachgelagert. Ja. Genau, und da kommt dann am Ende dieses schöne Ranking raus. Das sind, wie gesagt, 19 Banken, die wir uns anschauen. Es gibt in Deutschland halt ungefähr 1900 Banken, also die alle zu bewerten wäre so ein bisschen viel. Wir haben so ein bisschen versucht, Querschnittsbanken zu nehmen, also zum einen eben so ein paar Nachhaltigkeitsbanken, die dann tatsächlich auch schlussendlich im grünen Bereich abschneiden und dann eben Banken in Deutschland, die sehr, sehr viele Kunden einfach haben, also wie zum Beispiel die DKB oder die Deutsche Bank und so weiter und so ein paar regionale Banken. Also wir haben zum Beispiel zwei Sparkassen drin. Einmal die Köln-Bonner und einmal die Düsseldorfer. Die betrifft euch jetzt vielleicht auch nicht so, aber es ist tatsächlich so, dass die Sparkassen zwar unter dem DK-Dach zusammenarbeiten, aber wirklich über ihre Investitionen und Kredite am Ende ja selber entscheiden, also über ihre Richtlinien der Banken. Das Ganze ist ich glaube, das ist auch so der wichtigste Punkt. Das ist ein Dialogprojekt. Also das heißt, wir bewerten nicht einfach nur diese Banken, stellen das dann online und so bleibt das dann stehen, sondern wir sprechen eben mit den Vorständen der Banken darüber, mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten der Banken und sagen, genau, das sind so Bereiche, wo ihr noch nachschärfen solltet, wo ihr einfach zu wenig Richtlinien habt und so. Genau, also zum Beispiel wäre das im Bereich Klima dann sowas wie, wir schließen Kohleprojekte aus oder wir fördern keine neuen Kohleprojekte mehr. Oder es wäre bei Arbeitsrechten so ein Punkt von, wir prüfen die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und so weiter. Also das heißt, diese Bewertung wird dann einmal jährlich gemacht und in der Zwischenzeit ist halt dieser Dialog sehr aktiv, sodass die Banken eben dann auch weiter nach oben aussteigen. Also so eine Köln-Bonner Sparkasse ist zum Beispiel vor 3 Jahren das erste Mal bei uns bewertet worden und sind jetzt aber auch innerhalb dieser 3 Jahre um mehr als 50% gestiegen. Also da sieht man eben, es ist ganz viel Bewegung drin. Und dazu ist auch zu sagen, also diese Banken, die ihr hier seht, die im grünen Bereich abschneiden, das sind auch so
klassische Banken, die sich ja zu Nachhaltigkeitszwecken gegründet haben. Und das ist natürlich schön und gut und das unterstützen wir auch so. Aber wichtig ist eben, dass wir natürlich wollen, dass diese ganzen Banken, die im unteren Feld sind, im Mittelfeld sind, bei sich nachschärfen und ihre Richtlinien eben verschärfen. Dieses Ausrufezeichen, was ihr dahinter seht, also wie gesagt, wir schauen uns eben die Theorie an, die Richtlinien und können leider nur stichprobenartig dann am Ende wirklich diese Praxis, also diese Kreditvergabepraxis überprüfen. Und wenn wir dieses Ausrufezeichen dahinter machen, heißt das im Grunde, die Bank bricht ihre eigenen Richtlinien. Also die Investitionen oder die Kredite, die wir am Ende gefunden haben, stehen im Widerspruch zu ihren eigenen Richtlinien. Wir schauen uns tatsächlich nicht die, also wir schauen uns die Richtlinien an und nicht die Praxis, weil Kredite in Deutschland nicht offengelegt werden müssen, also die Kreditvergabe. Das heißt, sonst wird es da schlichtweg einfach an Unternehmen fehlen und wir können es dann eben nur stichprobenartig so bewerten. Genau, so viel erstmal hierzu. Mir ist jetzt natürlich bewusst, also vielleicht war eure Bank dabei, vielleicht auch nicht. Können wir nachher nochmal irgendwie so ein bisschen diskutieren. Was jetzt aber ganz wichtig ist zu sagen, also man erwartet überhaupt nicht, dass jetzt alle Leute zu so einer grünen Bank wechseln am Ende. Also das wäre auch in dem Sinne nicht hilfreich, dass, wie gesagt, halt diese Banken, die sich eher so im Mittel- oder unteren Feld bewegen, dass die wir ja eigentlich wollen, dass die sich verbessern hinsichtlich Nachhaltigkeit. Und von daher glauben wir vom Verein aus, dass es eben sehr zielführend ist, wenn man mit der Bank auch in den Dialog geht. Das kann man über unsere Webseite machen. Also es gibt, wenn in diesem Ranking eure Bank drin war zum Beispiel, dann könnt ihr einfach auf so einen Button drücken. Also ich bin zufrieden mit meiner Bank oder ich bin nicht zufrieden mit meiner Bank. Und dann wird so ein vorgefertigtes Musterschreiben an die Banken geschickt. Wenn eure Bank nicht dabei war, hilft es aber eben auch, oder haben wir auch so ein Musterschreiben, was ihr einfach in eine E-Mail reinkopieren könnt und bei eurer Bank nachfragen könnt. Da kriegen wir sehr gutes Feedback von den Banken, oder sagen wir mal gutes Feedback, aber zumindest kriegen wir rückgemeldet, dass viele Leute, die so unser Tool benutzen, eben genau, oder unsere Bankbewertung nutzen, dass sie eben auch nachfragen bei der Bank. Und dass natürlich, je mehr Anfragen rauskommen, auch einen Einfluss hat auf so die Verschärfung der Richtlinien und so weiter. Also deswegen empfehlen wir immer sehr, dass so der Bankwechsel überhaupt nicht der notwendige Schritt ist, sondern der notwendige Schritt wirklich ist, halt mit seiner Bank in den Kontakt zu treten und genau nachzufragen. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr auf unserer Website machen. Das könnt ihr, ihr könnt uns auch immer in CC setzen, da würden wir euch dann unterstützen, auch quasi bei der Antwort. Manchmal sind die sehr kryptisch, so die Antworten der Banken, und da helfen wir euch dann auch bei der Einschätzung. Und wir haben aber auch auf unserer Webseite so vorgefertigte Antworten, die eben oft von Banken kommen. Also bei Sparkassen ist es zum Beispiel so, dass auch das Argument kommt, ja, aber wir investieren ja eigentlich nur regional. Das heißt, das spielt bei uns gar nicht so eine Rolle, was manchmal so ein bisschen misleading ist, einfach weil Aktien und Anleihen nie nur regional sind oder eben auch große deutsche Unternehmen finanziert werden, die vielleicht irgendwo im Bereich Kohle tätig sind und so weiter. Genau. Das ist, also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da das Tool zu benutzen, bei der Bank nachzufragen, wenn das euch was ist, was euch am Herzen liegt. Und genau, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr uns da auch in den CC setzt. Okay, dann ja, kommen wir zum Thema angemessene Mitgliedschaftsbeiträge. Und genau, Mitgliedschaftsbeiträge sind auf jeden Fall ein sensibles Thema und sicherlich auch gerade deswegen ein Thema, was bei dem einen oder anderen Verein nicht so häufig angeschaut wird oder Mitgliedschaftsbeiträge einfach schon seit sehr, sehr langem auch gleich geblieben sind. Genau, deswegen, genau. Bewusst, dass das ein sensibles Thema ist und wir versuchen, das auch ein bisschen zu beleuchten und
Hoffe vielleicht für die eine oder andere Überraschung auch zu sorgen bei den Zahlen, die da so aufkommen. Und genau, die Idee kam vor allem auch durch eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln in Kooperation mit dem Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband. Diese Studie wurde im Juni 2016 herausgegeben. Das heißt, die Zahlen, auf die sich hier bezogen werden, ist von 2015. Das ist jetzt schon eine ja, kleine Weile her. Von daher sind die Zahlen, die dort genannt sind, auch nicht mehr aktuell. Aber ihr werdet trotzdem ein Gespür dafür bekommen, was die Zahlen so bedeuten. In dieser Studie wurden Mitgliedschaftsbeiträge von Fußballvereinen, Leichtathletikvereinen, aber auch von Musik- und Jugendkunstschulen verglichen und danach auch Mitglieder von diesen Vereinen befragt. Insgesamt gab es 700 Befragungen, die ausgewertet worden sind, wie sich denn die Mitglieder verhalten würden, wenn sich Mitgliedschaftsbeiträge verändern. Und genau, hier unten seht ihr auch den Link, der auf diese Studie zurückgreift. Und zunächst schauen wir erstmal, okay, warum sollte eigentlich über auch vielleicht eine Beitragserhöhung nachgedacht werden? Und ja, wie ihr alle wisst, das ist halt die zentrale und verlässlichste Einnahmequelle im Verein. Und ja, wird aber häufig gar nicht so oft angeschaut. Obwohl ja Vereine häufig ja finanzielle Engpässe haben, meistens natürlich aus dem Grund, dass man ja Inklusion möchte, auch finanzielle Inklusion, dass das möglichst viele Menschen teilnehmen können an dem Vereinsleben. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Herausforderung an der einen oder anderen Stelle schon gesehen, zum Beispiel beim Workshop zum Thema Hauptamt und Ehrenamt, dass es sehr viel Überlastung auch in den Vereinen gibt. Und ja, eine These hier ist, Vereine sollten sich nicht unter Wert verkaufen, dass bei euch allen grundsätzlich in Sportvereinen sehr, sehr viel geleistet wird, vor allem auch sehr viel ehrenamtlich, aber auch die Hauptamtlichen, die dann häufig noch ehrenamtlich quasi dazu oben arbeiten und dass diese Arbeit durchaus auch gewertschätzt werden darf, einmal ja, von persönlicher Ebene, aber auch auf finanzieller Ebene. Und genau, hier habe ich noch einen weiteren Link zu einer Datei, Beitragserhöhung im Verein, vom Vereinsplatz Saarlouis, die das ganze Thema auch aufgearbeitet haben und sehr gut einmal auch darstellen. Ja, hier haben wir einmal eine Übersicht zu der Höhe der monatlichen Mitgliedsbeiträge, den die Vereinsmitglieder 2015 bezahlt haben. Wie gesagt, 2015, also 9 Jahre her. Das hat sich sicherlich seitdem verändert. Und wir schauen hier erstmal nur auf den Fußball- und Leichtathletikbereich. Aber ja, ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt so ein bisschen selber mal so zuordnen, wo ihr denn ungefähr wärt und wie gesagt, wo ihr vielleicht auch 2015 wart, wo es jetzt ungefähr jetzt ist. Aber dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, okay, da stehen wir gerade, sind wir eigentlich gerade, haben wir einen geringen Beitrag, haben wir einen hohen Beitrag. Das habt ihr vielleicht auch genau so ein Gefühl. Und auf der nächsten Seite sehen wir jetzt den Vergleich, nämlich pro Trainings- und Unterrichtseinheit im Kinder- und Jugendbereich. Hier wurde quasi runtergerechnet, was zahlt denn jetzt ein Kind oder Jugendlicher pro Monat für einen Mitgliedsbeitrag und wie viele Trainings- und Unterrichtseinheiten gibt es. Hier wurde also nicht auch noch berücksichtigt, wie viele Stunden diese Trainings- und Unterrichtseinheiten sind. Zum Beispiel beim Fußballverein sind ja Trainings- und Unterrichtseinheiten, sind Trainingseinheiten meistens länger als 1 Stunde. Bei einer Musik- oder Malschule, beziehungsweise bei einer Musikschule kann das auch häufig sogar mal weniger als 1 Stunde sein. Von daher sind diese Zahlen auch darunter zu berücksichtigen. Und wie gesagt, hier wurde jetzt erstmal nur pro Trainings- oder Unterrichtseinheit das bemessen. Und was wir sehen, ist halt beim Fußballverein 2015 quasi pro Trainingseinheit 85 Cent bezahlt worden sind. Bei einer ja, professionellen, kapitalorientierten Fußballschule sind das dann schon 13 Euro.
aber auch bei Musik- und Mal- bzw. Jugendkunstschulen sind wir bei einem deutlich, deutlich, deutlich höheren Betrag. Also wir reden hier von ja, dem Achtfachen bis fast 20-fachen, was quasi eine Trainings- oder Unterrichtseinheit kostet. Und für mich persönlich war das auf jeden Fall eine ja, sehr überraschende Darstellung und die auch nochmal aufzeigt, wie groß die Unterschiede da eigentlich sind, obwohl ja eigentlich im Verein auch extrem, extrem viel geleistet wird und vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum im Verein so viel ehrenamtlich geleistet werden muss. Als nächstes hat diese Studie sich angeschaut, okay, was wäre denn, wenn man den Beitrag ein wenig erhöhen würde, beziehungsweise nicht nur ein wenig, sondern geschaut, angenommen, wir erhöhen es um 5%, angenommen um 10% und so weiter, wie würden sich denn dann die Eltern dieser Kinder entscheiden, ob sie aus dem Verein herausgehen oder nicht? Und es hat sich gezeigt, dass wenn man den Betrag zwischen 5 und 40% erhöhen würde, dass es insgesamt ökonomisch lohnenswerter wäre. Man kann sich natürlich vorstellen, dass bei einer 40% Erhöhung trotzdem einige aus dem Verein herausgehen würden. Etwas, was wir definitiv nicht wollen. Deswegen schauen wir uns das auf einer anderen Folie auch gleich nochmal an. Aber grundsätzlich aus ökonomischer Sichtweise ist das lohnenswert, weil da die Eltern gar nicht so negativ, so stark negativ reagieren würden. Das ist dann eher bei der Beitragserhöhung ab 45%, wenn die Eltern selbst auch Vereinsmitglied sind, oder ab 50%, wenn die Eltern nicht Vereinsmitglieder sind. Genau. Wie gerade schon gesagt, was wir eigentlich nicht wollen, ist, dass ja, Menschen irgendwie exkludiert werden, weil sie es nicht leisten können. Deswegen vielleicht hier ein Hinweis, den ihr auch schon berücksichtigt oder schon gesehen habt. Ich habe eine kurze Recherche gemacht bei Blau-Weiß Leipzig auf der Seite, aber nicht von allen. Und da hatte ich gesehen, dass das mit dabei ist, nämlich einen Hinweis, also auch schon bei der Mitgliedschaftsbeantragung, ein Hinweis auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Bürgergeld- und Kinderzuschlagsempfangende. Für Kinder unter 25 Jahren, die eine Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die können nämlich quasi einen Zuschuss von 15 Euro pro Monat bekommen und daher genau dennoch quasi dann daran teilnehmen und müssen dafür nichts zahlen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Ermäßigungen auszusprechen, zum Beispiel für Azubis, Studierende und Rentner, aber das kann natürlich auch noch ganz anders aussehen. Das kann ja differenziert werden, so wie man das selbst gestaltet. Und sage ich mal, so ein bisschen das, was dann schon sehr, sehr weit gehen würde, ist, dass die Möglichkeit selbst auszuwählen. Muss natürlich in der Satzung vorher geregelt sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe jetzt hier rechts mal ein Beispiel genommen von einem Mobilfunkhersteller, WeTel, den ich nebenbei auch sehr empfehlen würde. Dort kann ich quasi ein Paket wählen und kann sagen, okay, hey, ich zahle einfach das, was ihr angebt, oder ich kann mir das nicht leisten, ich zahle 5 € im Monat weniger. Oder ich sage, hey, ich habe die finanziellen Mittel und möchte vielleicht WeTel, aber auch die Menschen unterstützen, die sich das nicht so leisten können und gebe einfach schon mehr dazu. Und so kann sich jeder quasi das selber raussuchen, was für sie am passendsten ist. Genau. Und gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, mit allen Mitgliedern oder unterschiedlichen Mitgliedern einen Prozess zu starten für die Mitgliedsbeitragsordnung, sodass man die Mitglieder direkt von Anfang an mit an Bord holt, auch kommuniziert dort schon, warum eine Erhöhung notwendig wäre, aber wie man die bestmöglich gestalten könnte
damit es halt für alle auch angenommen wird. Und wenn die Mitglieder direkt von Anfang an in diesem Prozess dabei sind und vielleicht sogar selbst gestalten, dann wird auch die Erhöhung später eher und deutlich stärker angenommen werden. Ja, und natürlich die richtige Kommunikation bei einer Beitragserhöhung, falls diese kommt, dann ist es natürlich gut, die möglichst frühzeitig zu kommunizieren, also im Vorfeld der Mitgliederversammlung natürlich, und auch da schon zu beschreiben, warum es notwendig ist, warum es sinnhaftig ist. Und das passiert natürlich am besten, wenn man alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen ja, Belastungen darstellt und gut darstellt, warum das denn jetzt notwendig ist und vielleicht auch, warum man eine Erhöhung nutzt, also wofür man die nutzt. Das ist jetzt hier zum Beispiel der dritte Punkt. Wenn ihr ja, Trainingsangebote habt und Trainerinnen habt, dass vielleicht ihr die qualifizieren möchtet, was ihr bisher vielleicht noch nicht getan habt. Und damit das Training quasi für alle, also für die Kinder und Jugendlichen, qualitativ besser wird, zum Beispiel euch diese Qualifizierung wünscht und dann gibt es vielleicht eher das Gefühl, dass das in Ordnung ist, dass dieser Beitrag auch erhöht wird. Gleichzeitig können das natürlich aber auch Nachhaltigkeitsprojekte sein, wo ihr sagt, okay, das möchten wir langfristig etablieren und dafür brauchen wir halt langfristig irgendwie einen Euro mehr. Und dadurch dann halt damit für Unterstützung sorgen. Und in der Kommunikation halt auch durchaus möglich, da diesen Vergleich, den ihr vorhin gesehen habt, der so ja krass war, den auch aufzuzeigen. Also was kostet eigentlich vielleicht das in anderen Sportverein, aber auch in dem Fitnessstudio oder bei anderen Freizeitangeboten in der Nähe, wie halt zum Beispiel Musik- oder Jugendkunstschulen. Oder halt sonstige Bereiche, die bei euch im Einzugsgebiet sind, um halt auch aufzuzeigen, wie groß dieser Unterschied ist und auch zu zeigen, wie viel Ehrenamt da reingesteckt wird, damit diese Kosten so niedrig sind für alle. Und damit auch zu zeigen, dass halt die Erhöhung von einem geringen Beitrag oder vielleicht einem Beitrag zwischen 5 und 40%, warum ihr den halt auch für sinnvoll erachtet. Ja, das war's zu dem Input.